Griechenland. Die Hilfsgelder der Europartner in Griechenland sind nach Recherchen von Attac zu mehr als drei Vierteln in den Kassen von Banken und reichen Kapitalanlegern gelandet. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, flossen von den 207 Milliarden Euro an Krediten fast 160 Milliarden an Geldhäuser und Kapitalanleger. Das Ziel der politischen Eliten ist nicht die Rettung der griechischen Bevölkerung, sondern des Finanzsektors, sagte Lisa Mittendrein von Attac Österreich dem Blatt. Die Bundesregierung wies die Süddeutsche Zeitung zufolge die Vorwürfe zurück. Die Menschen in Griechenland hätten davon profitiert, weiß zwar keiner genau wann und wo, dass man der Regierung in Athen Zeit für Reformen verschafft, die Banken vor dem Kollaps bewahrt habe, hieß es im Finanzministerium, übermittelte n-tv.de. Vergessen wir bitte nicht, wir sind dafür verantwortlich gemacht worden, im Oktober 2009 mit den neuen Bankbedingungen, dass wir die Banken zu retten haben. Das hat dort schon mal geklappt. Klasse. Nochmal Griechenland. Höhepunkt von Tsamadas autoritärer Politik, so bezeichnete Alexis Tsipras von Syriza die handstreichartige Schließung des griechisch-staatlichen Rundfunks und Fernsehens ERT. Merkel telefonierte am Sonntag mit Tsamadas. Ohne direkt die Schließung zu erwähnen, ließ sie über ihren Sprecher Seibert erklären. Die Bundeskanzlerin sprach dem griechischen Ministerpräsidenten ihren Respekt und ihre Unterstützung für die klare Reformorientierung seiner Regierung aus. Ein Müll hoch drei, wenn ich so einen Blödsinn höre. Dabei war ihr sicher bekannt, dass der reaktionäre Kurs von Tsamadas im Auftrag der Troika gerade laut aktuellen Umfragen auf Widerstand bei der griechischen Bevölkerung trifft. Zwei Drittel stellen sich laut einer Befragung des Instituts VPRC gegen den Schritt, den ERT-Schließung. Die kleinen Regierungspartner PASOK und DIMA forderten hingegen die Wiedereröffnung des Senders. Die Schließung erfolgte ohne gesetzliche Grundlagen durch einen Ministerialerlass, der hier übrigens auch machbar ist, den nur die Minister der großen Regierungspartei Nea Dominicrata unterzeichnet haben. Auch das wird Merkel bekannt sein, zeigte Ranzon Attendorn.bioandsnap.com die Übung. Wie gewinnt ein Merkel Freunde im Ausland auf? Heute ist dann höchstrichterlich in Griechenland entschieden worden, die Schließung ist ungesetzlich, ungültig, sie müssen weitermachen. BRID London. Auch Bundeskanzler Kohl hatte die Deutschen für dumm verkauft, unmündig für die Wahrheit. Anlässlich der Feierlichkeiten am 8. Mai hielt der britische Premier John Major 1995 eine Rede, deren nachstehender Passus während der simultanen Übersetzung weggelassen wurde. Nirgendwo in den deutschen Medien erschien, lediglich von der britischen Botschaft war der Wortlaut erhältlich. Die Worte Majors lauteten: Vor 50 Jahren erlebte Europa das Ende des 30-jährigen Krieges 1914 bis 1945. Das Töten in den Schützengräben, die Vernichtung von Städten und Unterdrückung von Bürgern. All das hinterlief in Europa in Ruinen, so wie es bereits ein anderer 30-jähriger Krieg drei Jahrhunderte vorher tat. So habe ich das bislang in Deutschland nur von verfemten Revisionisten gehört, von keinem führenden Politiker, stellte brd-schwindel.org fest. Ging auf die Verurteilung eines Revisionisten durch Richter Kahn beim Amtsgericht Dietz ein und fragte zum Schluss: Und wer ist der wahre Held unseres Alltages? Kanzler Kohl, Richter Kran oder die Kämpfer für die deutsche Wahrheit? Müssen noch nicht viel zu sagen, ne? Das syrische Außenministerium wies den Vorwurf Washington Giftgaseinsatz zurück. Die Erklärung des Weißen Hauses sei voller Lügen, basiere auf gefälschten Informationen, hieß es in einer Stellungnahme. Die US-Regierung messe mit zweierlei Maß, wenn sie die terroristischen Gruppen bewaffnet, ihnen Geld, Ausrüstung, politische Unterstützung gewährt. Washington beteiligt sich direkt an dem Blutbad, das am syrischen Volk verübt werde, meldete jungewelt.de. Ägypten. Über Monate war von Ägyptens Armee nicht viel zu hören. Wachsender Unwille der Streitkräfte über Syrien-Politik von Präsident Mursi,
Kurz nach dessen Unterstützungsankündigung für die sogenannte Opposition kündigte die Armee offiziell an, sich nicht an einem möglichen Kampfeinsatz zu beteiligen. Der Armee wird keine Truppen zur Verfügung gestellt werden, syrische Opposition zu entsenden, erklärte eine namentlich nicht genannte Quelle der Zeitung Ägypten heute. Aufgabe der Armee sei es, die nationale Sicherheit Ägyptens zu verteidigen. Ach, nicht am Hindukusch, wie wir das machen? Frankreich. In einem Interview mit dem Fernsehsender LCP sagte der ehemalige Außenminister Roland Dumas jetzt, es werde Ihnen etwas sagen. Ich war vor 2 Jahren vor dem Beginn der Gewaltausbrüche in Syrien wegen anderer Unterredung in England. Dort traf er sich mit den britischen Spitzenbeamten, die von Vorbereitung für die Invasion von Rebellen in Syrien sprachen. Dumas, dieser Vorgang geht weit zurück. Alles war vorbereitet, vorausberechnet und geplant. In dieser Region ist es wichtig zu wissen, dass das syrische Regime eine sehr anti-israelische Haltung hat, informierte coptv.wordpress.com. Nürnberg. Der Anwalt des seit 7 Jahren zwangsweise in der Psychiatrie untergebrachten Gustl Monnert rechnet noch vor der bayerischen Landtagswahl im September mit der Entlassung seines Mandanten. Ich halte die Argumente in beiden Wiederaufnahmeanträgen für so zwingend, dass ein denkender Jurist keine Gegenargumente finden kann, sagte der Hamburger Jurist Gerhard Strate der Nachrichtenagentur dpa. Strate und die Staatsanwaltschaft Regensburg haben beantragt, das Strafverfahren gegen Monnert neu aufzurollen. Falls das mit der Prüfung der Anträge befasste Landgericht Regensburg die Gesuche ablehnen sollte, will der Anwalt sofort Beschwerde beim Oberlandesgericht Nürnberg einlegen. Notfalls gehen wir vor das Bundesverfassungsgericht, sagte Strate, teilte gmx.net mit. Monnert hätte spätestens vor Weihnachten letzten Jahres entlassen werden müssen. Denn unsere allgemein geliebte Justizministerin Frau Merkel, heißt sie ja gar nicht, Frau Merk, heißt sie ja aus Bayern, schon damals zurückgetreten wird. Aber die klebt an ihrem Stuhl, als wenn sie Uhu drunter hätte. Aber auch die ist demnächst fällig, ganz bestimmt. Die gute Nachricht von deutsche-dichter.de. Ein neues Buch, ein neues Jahr. Ein neues Buch, ein neues Jahr. Was werden die Tage bringen? Wird es werden, wie es immer war? Halb scheitern, halb gelingen? Ich möchte leben, bis all dieses Glühen rücklässt einen leuchtenden Funken und nicht vergeht, wie die Flammen im Kamin, die eben zu Asche gesunken. Von Theodor Fontane. Und unser Deutschland ist der leuchtende Funke für die Welt. Ganz bestimmt. Das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zusehen. Wir sehen und hören uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.